Okay, Hier jetzt spricht Paladin ich stelle eine Dance, Bruderschaft mit Frequenz dem 95. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Ich Zeppelin wiederhole. angekommen. Bürgermeister Hier spricht Unterschlupf. Paladin Dance auf Frequenz 95. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Okay, Bürgermeister Unterschlupf. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 95. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Ja, Cambridge einzufinden. aber erstmal habe ich vor. Ich wiederhole. Hier spricht Das zu Paladin Dance markieren. auf Frequenz 95. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben Im sich zwecks Trail. neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Und Ich natürlich hier. wiederhole. Akte. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 95. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft Und haben sich Karte, zwecks ich neuer will jetzt Befehle am nicht. Polizeirevier Cambridge einzufinden. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 95. Sämtliche Einheiten der stellenden Kommt Bruderschaft haben gleich. sich zwecks neuer Erstmal. Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Wo ist denn mein? Ich wiederhole. Autokino. Hier Da will spricht ich hin. Paladin Dance auf Frequenz 95. Bin beim Autokino, da warten ganze Leute auf mich und ich möchte gerne mit Piper weiterlaufen. Weil ich glaube, die ist am lustigsten, wenn ich damit zu der Bruderschaft laufe und zu den anderen laufe, die Nachrichten wert sind. Sämtliche Einheiten der stellenden Und Bruderschaft ich haben stelle sich das zwecks Radio wieder neuer auf. Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Danke. Du bist nicht Piper. Du bist nicht Piper. Nicht Piper. Das ist mein Rekrutierungsfunkstrahl. Gehe ich mal in das Gebäude rein. Sind die denn alle? Sheffield. Leider nicht. Könnte mal kurz gucken. MacReady habe ich schon mal gesehen. Sheffield habe ich gesehen. Den See kann ich nicht verwerten, ja? Nicht das Ding verwerten? Nö, nicht direkt. Hier müsste ich mal einen neuen Zaun hinbauen. Dass ich da rein konnte, wusste ich noch nicht. Das wär's. Nuka-Cola Quantum. Ein Fulschenkern.
Da können die anderen sicher dann was machen. Ist aber auch niemand drin. Alte V gedrückt. Strukturen. Metall. Ende. Das macht guten Zaun, würde ich sagen. Genau, mit der Taste war das Drehen. Einfach mal, um das bisschen Stahl wegzumachen, was ich habe. Und das war's. Hier noch gebaut. Wird hier nachgeschaut. Hier oben noch was Sinnvolles ist. Aus einem Ausguck. Ja, hätte das Schloss nicht knacken müssen. Ich habe da gerade das gefunden. Aber irgendwie kann ich den hier auseinanderbauen. Gut, dann laufe ich mal ein bisschen mit dem Ding im Weg rum. Bis ich Piper finde. Touren, Möbel. Nehmen wir doch die Holzbänke. Gegenüber sitzen und ein Tisch in die Mitte. Und mehr kann ich nicht machen. Okay. So, jetzt will ich aber wissen, wo Piper steckt. Sheffield Siedler, Kate. Ich bin neu in der Gegend. Ich. Siedler, Siedler, Siedler. McCready. Da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen.
kann's losgehen. Bist du bereit aufzubrechen? Soll das ein Witz sein? Ich langweile mich hier zu Tode. Aber hallo, schöner Mann. Pass für mich bitte auf den Kerl da auf, ja? Er bringt sich nur zu gern in Schwierigkeiten. Für aber dich, hallo. Kate, würde ich doch alles tun. Bleib hier, danke. Okay, habe ich Piper vielleicht woanders hingeschickt? Oder ist sie einfach wieder nach Hause gegangen? Okay, Grady, dann wollen wir mal losgehen. Ach, Sanctuary. Oder ich habe sie da gelassen. Ich weiß es nicht. Ja, was? Ich glaube, hier habe ich jemand anders hingeschickt, der gut ist. Jetzt ist hier eine Funknachricht von Valentine. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Ja. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Hi. Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Ich wiederhole. Diamond City? Wo liegt das? Wegbeschreibung. War klar. Geh einfach Richtung Osten, bis du die Skyline siehst. Über den Fluss. Das große grüne Juwel findest du innerhalb der Stadtgrenze. Hey, Carla. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte. Jetzt nicht. Dann noch einen schönen Tag. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Hey, Cotswold. Ich wiederhole. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ja, ich komme. Ich wiederhole. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Ach komm, ich gehe erstmal zum Polizeirevier in Cambridge. Mal gucken, was Dunze von mir will. Hier ist ja auch immer so viel los und hier ist ein Doppelhirsch. Ja, man kommt hier gar nicht zur Ruhe in dem schönen Oldland von Fallout 4, Boston. Massachusetts, USA, Erde, Sonnensystem, Alpha Centauri, Quatsch, Alpha Centauri ist da drüben. Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht für Nicks Partner. Wir haben einen neuen Fall. Ja, später, danke. Oh toll, die stählerne Bruderschaft. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wir haben bestimmt eine ganze Munitionskiste. Du freust dich ja, Jay. Ja, was gibt's? Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Hey, hoffe, das hilft. Niemand den Ort angreifen. Was meinst du? Ob ich einen Groll hege? Einen ganzen Sack voll sogar. Was meinst du? Schöner Tag heute. Perfektes Reisewetter. Ja. Okay, vergiss es. Das war's. Sicher. Dann wollen wir mal reinschauen. Und rausgucken. Polizeirevier Cambridge. Wo wir jetzt irgendwas erzählt bekommen von Dunze. Dessen Bruderschaft nach hierher gekommen ist und sich ohne Rückendeckung mit einer Todeskralle anzulegen. Paladin, ganz schnell die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Das ist schön, die Kavallerie. Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Wir nennen sie die Pridwen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Gegen wen? Wer ist ältester Maxon? Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Stählernen Bruderschaft.
Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridwin jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Eigentlich hatte ich was anderes vor. Des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Okay. Ich wollte eigentlich trotzdem eher nach Diamond City und gucken, was da abgeht, aber... Nimm Proviant mit. Sonst musst du am Ende noch echt fragwürdige Sachen essen, um am Leben zu bleiben. Danke für die Info. Fragwürdige Sachen essen. hallo? Jetzt darf ich öffnen. Fragwürdige Sachen essen. Du meinst sowas wie Leguan am Stiel. Und das ist wahrscheinlich nicht fragwürdig, sondern proteinreich. Womit vielleicht nicht das Schlechteste, was man essen kann. Ja, Mehlwürmer in Butter. Bringt. Und wir sind auf dem Dach, auf dem Vertibird wartet. Wer bist du? Paladin Dance wartet drinnen auf dich, Rekrut. Danke. Jetzt hat das Dach ja doch noch einen Sinn. Oh Mann, ich hasse es, mit diesen Dingern nach oben zu sausen. Ich hab's noch nie gemacht. Minigun vor dir ist geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie, verstanden? Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Ja, gut. Und du stellst mich dafür an den Platz hier. Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Vielleicht, ja. Aber erstmal gucke ich hier nur aus dem Fenster. Da oben kann man hin? Ich wünschte, jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die Stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwängt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht und ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Ja, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Oh, guck mal, ein, Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Achso, das ist ja. Sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kerls auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Wieso habe ich das Schiff noch nicht entdeckt? Aber eine schöne Übersicht über die Stadt. Da hinten war ich schon. Hier war ich schon. Aber wieso habe ich das Schiff nicht gesehen? Und wieso greift uns keiner an? Ist es noch weit? Hafenpost entdeckt. Ich habe doch noch was Interessantes gefunden gerade. Mich würde ja mal interessieren, wie viele Orte ich entdeckt hätte durch diesen Überflug, ohne wenn ich die nicht schon entdeckt hätte. Warum? Nee. Aber egal. Ich
Okay, wir sind angehakt und dann. Ups. Spuck's aus. Die Pridewen entdeckt. Ich gehe einfach mal vor. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Hey. Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pridwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Ad Victoriam. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Ja. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Das ist richtig, ja. Aussehen eines Soldaten? Und wie sieht ein richtiger Soldat aus? Ein Soldat sollte eine effiziente Tötungsmaschine sein. Kein Relikt aus der Vergangenheit, das dem Rest der Welt hinterherhechelt. Wenn Dance sich nicht für dich verbürgt hätte, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Außenstehende aufzunehmen, hat sich in der Vergangenheit als schwerer Fehler erwiesen. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Ich halte mich überhaupt nicht für wichtig, aber ja klar, welche Mission hast du? Was genau ist eure Mission hier? Das unterliegt der Geheimhaltung. Ältester Maxim wird gleich mit der Crew sprechen und er wird dir sicher all deine Fragen beantworten. Gibt es sonst noch was? Oder hast du verstanden, was ich dir gesagt habe? In un comprende, Signore. Absolut. Absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxim mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Kannst du mir mehr über Ältester Maxim sagen? Ältester Maxim ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Meine Befehle? Keine Fragen. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Was ist denn so wichtig? Aufs Befehlsdeck. Ja, da bin ich mal gespannt, wo ich mich jetzt reingeritten habe. Hätte ich doch einfach nur Nein gesagt. Oh, was haben wir da? Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu opfern. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Okay. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt.
Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stählernen Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollen. Ich kenne eine Dieser Hilfe. Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Im Polizeirevier Cambridge findet man bei Bedarf Obdach und Vorräte. Jede Lage mit Feuer aus allen Rohren angehen, ein schneller Weg ins Grab. Ja, und mir geht gerade auf den Keks, dass ich da unten so viel Radioaktivität gesammelt habe. Deswegen drücke ich mir jetzt kurz mal ein Radaway rein. Oh, ich soll jetzt mit ihm sprechen, ne? Der Leute des Commonwealths wichtig. Vorbereitung auf den Krieg? Ihr Schicksal ist ihnen wichtig? Ich dachte, wir ziehen in den Krieg. Die Bruderschaft ist hier, um einen Krieg zu verhindern, indem wir selbst einen beginnen. Der Unterschied ist nur, dass unser Krieg nicht jegliche Zivilisation vernichten wird. Überzeugt mich nicht. Sie werden mich nicht davon überzeugen, dass Sie recht haben. Und trotz allem glaubt Paladin Dance, dass Sie der Bruderschaft nützlich sein würden. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Power-Rüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Kein Paladin? Nur ein Ritter? Warum bin ich nicht Paladin, wie Dance? Die Bruderschaft folgt einer strengen Hierarchie. Und der Rang bestimmt die Position. Ein Paladin steht einige Stufen über einem Ritter. Und Dance hat viele Jahre gebraucht, um es so weit zu bringen. Aber wenn Sie der Bruderschaft treu dienen, können Sie diesen Rang ebenfalls erreichen. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Okay. Maschine 3 macht Zicken. Passe Drehmoment an. Okay, ich habe jetzt hier also einen Sitzplatz, ja? Versuche, Reaktorschwankungen zu minimieren. Passe Kompressionsrate an. Entschuldigung, Captain Kell? Was gibt's denn, Soldat? Sir, Sparta meldet, dass eine Streife der Supermutanten in Sektor A4 vernichtet haben. Alle Feinde wurden eliminiert. Sehr gut. Weitermachen. Okay, wir haben eine Z-Verschiebung von 3%. Empfehle Schubanpassung. Lichtkarte, ob das da draußen ein Level ist oder einfach nur. Integrität der Rumpfpanzerung sieht gut aus. Keine Anpassung nötig. Wenn ich sonst nichts machen kann, kann ich die hier wenigstens ausrauben, oder? Integrität der Aufbauten grün. Rumpfpanzerung stabil. Dann gehe ich wieder aufs Flugdeck. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier oben drauf noch machen soll. Also irgendwie stört mich das gerade, dass ich jetzt zum Ritter der Paladine stehen in Brüderschaft geworden bin. Aber okay, meinetwegen können die mich auch zum Herrgott über alles machen. Danke, schön, dass du das schon weißt. Anzeige festziehen. So? Jetzt in der Mitte treffen. Aha. Jetzt halbieren. Willst du das machen? Nein, nein, du hast es schon fast. So, warte mal, was sind die Aufgaben jetzt hier oben? Sprich mit Eddie. Ah ja, genau. Stehen deine Schatten. Melde dich bei Paladin Danse. Ich bin dick über deine Erkenntnisse. Das kann ich mal kurz rausnehmen. Bei dem Freedom Trail kann ich rausnehmen. Ah, Lagerbehälter. Wenn ich das richtig sehe, da unten ist alles beides in der Richtung. Und ich bin sinnlos da rausgegangen. Okay, gehe ich da wieder rein, gucke auf der anderen Seite raus.
Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet, dass ich da oben hingehen kann aufs Hauptdeck von diesem wunderbaren Schiff. Wie ist der Status? Alles auf Grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Gut. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeit vergeudet werden. Proctor Ingram wollte den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Schaff es. Okay, klar. Feuer! Okay, ich habe sogar hier unten... Wie sah es da draußen aus? Wir haben viel Arbeit vor uns. Passt dann so. Paladin Dance? Da bist du ja. Wie lief es mit ältester Maxen? Wie alt ist der? Maxen scheint im Vergleich zu den anderen ziemlich jung. Stört dich das nicht? Lass dich von seinem Alter nicht täuschen. Maxen ist ein brillanter Taktiker, ein ausgezeichneter Kämpfer. Und er hat eine idealistische Vision für die Zukunft der Bruderschaft. Ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen. Auch in den Darkroom? Du vertraust ihm mal ganz schön. Wieso hast du sein Vertrauen in seine Fähigkeiten? Vor einem Jahrzehnt war die Bruderschaft fast vollkommen von ihrem Pfad abgekommen. Der Älteste vor Maxen hatte einen Weg eingeschlagen, der nirgendwo hinführte. Wohltätigkeit war ihm wichtiger als der Erhalt von Technologie. Aber als Maxen die Führung übernahm, richtete er die Bruderschaft von Grund auf neu aus und führte uns zurück auf den richtigen Weg. Dieses Schiff und die Besatzung sind ein Zeichen seiner Führungsqualitäten. Okay, er ist entschlossen. Er ist ein sehr entschlossener Mann. Er klingt, als stünde er hinter allem, was er sagt. Natürlich tut er das. Wie könnte es auch anders sein? Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Tja, Pech gehabt. Viel Sprecher? Was soll die ganze Sache, dass du meine Aufnahme persönlich unterstützt? Ältester Maxen ist verständlicherweise ziemlich wählerisch, was neue Rekruten angeht. Er glaubt, dass die Bruderschaft nur dann stark bleiben wird, wenn wir uns auch als Brüder fühlen. Als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dich auf dem Weg durchs Commonwealth zu begleiten und sicherzustellen, dass du dich an unsere Ideale hältst. Deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken wegen deiner Leistungen im Feld. Ich lass dich nicht im Stich. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Mich begleiten? Musst du mich jetzt begleiten? Es könnte hilfreich sein, wenn ich bei dir bin. Aber vielleicht willst du dich den Leuten auch lieber vorstellen, ohne dass hinter dir ein Paladin steht. Das ist deine Entscheidung. Entscheide du. Du kannst mit mir kommen oder warten, bis ich fertig bin. Wie du willst. Dann komme ich lieber mit. Lass es mich wissen, wenn du es dir anders überlegst. Okay, McCready darf wieder nach... Starlight Drive-In. Dann darf er mit der anderen... flirten.